Schönen Dank, Herr Schwertfeger. Ich denke, wir haben zwei sehr interessante Vorträge über China gehört. Wir gehen sofort über in die Diskussionsrunde, in die Podiumsdiskussion. Wir machen das von hier vorne. Ich bitte die Vortragenden zu mir. Wir nehmen uns ziemlich genau eine Stunde dafür. Und ich werde mit Ihrer Erlaubnis mit dem Thema China anfangen, denn die beiden Vortragenden hatten bisher keine Gelegenheit, mit uns zu diskutieren. Und ich bitte Sie um Ihre Wortmeldungen zunächst zum Thema China im weitesten Sinne. Also was auch immer Sie wollen. Alles, was mit China zu tun hat. Tee, Kaffee, ich glaube Kaffee nicht. Insbesondere AI wäre dann von Ihnen gefragt. Bitte. Okay, das. Ja, legen Sie los. An Sie, Herr Schwertfeger, die Frage. Herr Schaub hat uns das Thema des Nichtstuns gezeigt. Dieser Phase, wo man alles machen darf. Erleben Sie das schon? Naja, also mein Hauptforschungsgebiet ist ja Robotik. Da sehe ich jetzt noch nicht so viele Anwendungen, wo direkt wirklich Regulierung nötig ist. Die Forschung für Robotik ist ja auch noch ein bisschen am Anfang. Insofern habe ich da noch nicht so viel gesehen. Okay. Also, ja. Hier vorne. Waren Sie das? Ja. Bitte? Ja, ich hätte nur eine Frage an Sie. Herr Schwertfeger haben beide das Thema Wagniskapital angesprochen und beide sehr betont, dass das in, ich sag mal, sehr reichem Maße zur Verfügung stehe. Können Sie mir da irgendeine Größenordnung vermitteln, damit man das mal einordnen kann? Wie gesagt, es ist 25% mehr, als die USA haben. Also ich müsste jetzt wirklich schauen auf die absoluten Werte. Sie erwischen mich da gerade kalt. Die Forschungsinvestitionen sind ja bekannt. Ne? Also bis 2030 ungefähr 30 Milliarden. Ja. Bis 2030 ungefähr 30 Milliarden, zwischen 25 und 30 Milliarden Dollar. In China. Ja. Also staatlicherseits für Forschung, was aufgewendet werden soll. Da kommen wir natürlich nicht so richtig ran. Ne? Bei uns ist es dann eher so 25 Millionen. Wir sind ja auch nur ein Hundertstel China oder so. Ja, eben. Ja. Das ist ja klar. Ne? Ein bisschen mehr schon. Ein bisschen mehr schon. Also ich kann Ihnen die konkreten Zahlen gerne nachher raussuchen. Da hinten und dann Sie beide. Ganz hinten war eine Wortmeldung. Ja? Ja, mein Name ist Hille. Ich wollte, eine Sache zu China habe ich noch nicht ganz verstanden. Vielleicht können Sie mir, die Experten sozusagen aus China, dabei helfen. Es gibt ja solche Theorien der kreativen Klasse, die sozusagen Systemwettbewerbe versuchen zu analysieren. Und Richard Florida beispielsweise in den USA ist einer von diesen Wissenschaftlern, die sagen, Kreativität ist auch davon abhängig, wie offen oder tolerant eine Gesellschaft ist. Und jetzt hört man diese Statistiken und diese ganzen Dinge, die Sie gerade gezeigt haben und staunt ja, wie toll die Chinesen sind. Aber eine offene und tolerante Gesellschaft ist das jetzt nicht. Was mich mal interessieren würde, ist, wie schaffen das diese Chinesen eigentlich, die klugen Köpfe dieser Welt bei sich zu versammeln und sie gleichzeitig absolut zu überwachen und ihnen dann auch zu verbieten, kritisch sich über das Regime zu äußern. Wie zieht das diese Menschen denn überhaupt an? Das steht ja eigentlich im Widerspruch zu diesen offenen, toleranten Gesellschaften, die angeblich die klügsten Köpfe der Welt anziehen. Ja, das ist tatsächlich das große Paradox, nicht? Ich glaube, diese Aussage halte ich für langfristig für korrekt. Ja? Und ich sehe darin im Endeffekt auch das größte Problem, was China hat. Momentan die Situation, dass Professoren zurückgepfiffen werden, wenn sie zu China kritisch auftreten, das halte ich für ein großes Problem. Das wird mittelfristig die Innovationsfähigkeit Chinas schwächen und wird ein Hemmschuh sein für die weitere Entwicklung. Aber wenn wir ganz pragmatisch reingehen, Sie haben Leute, die suchen eine Möglichkeit, ihre Arbeit zu tun, dann finden gerade Auslandschinesen, also wer einen chinesischen Hintergrund hat, chinesische Sprache hat, findet in China einfach fantastische Arbeitsbedingungen. Und auf genau dieser Karte spielt momentan das Regime und setzt das um. Dazu kommt ganz einfach, dass wir in der VR China letztlich einen fantastischen Propagandaapparat laufen haben und eine Parteiführung, die es geschafft hat, nationalistisches Sentiment nicht nur
innerhalb des Landes, sondern unter allen Auslandschinesen ebenfalls zu wecken. Das heißt, wir sehen momentan einen Strom von Chinesen, die sagen, ich möchte einen Beitrag leisten zur chinesischen Sache. Ja, China nach vorne zu bringen, China auf das Niveau zu bringen, wo es hingehört. Und das ist historisch über die letzten 2000 Jahre ganz einfach ganz oben. Und das ist das Moment, was momentan greift. Darf ich eine kurze Beobachtung machen? Ich habe vor kurzem einen Vortrag von Udo Di Fabio gehört, dem großartigen ehemaligen Verfassungsrichter und Professor an der Universität Bonn, muss man immer dazu sagen, nicht? Tolle Uni. Der hat berichtet in seinem Vortrag von seinen Besuchen als Bundesverfassungsgerichtsmitglied in China und seinen Gesprächen mit seinem Gegenüber in der Regierung. Und er sah sich verpflichtet, auch ein bisschen im Auftrag unserer Regierenden, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es doch eben Bedürfnisse gibt nach im Bereich der Bürgerrechte, der Menschenrechte und so weiter. Und hat das getan. Und sein Gegenüber, so berichtet er dann, hat abgewunken und hat gesagt, lass das mal lieber. Und hat dann gesagt, du, wir haben ganz andere Sorgen. Unsere Sorge ist, dieses große Land zusammenzuhalten. Und das in einer sozialen Dynamik, die gewaltig ist, die wir ja auch alle kennen. Und wir haben das große Ziel, unser Land zu entwickeln auf allen Ebenen. Das sind unsere Prioritäten. Und wenn wir auf diesem Weg gut vorangekommen sind, dann kommen sicher auch noch ein paar andere Attribute. Also wir im Westen verstehen immer China aus unserer Perspektive, aus unseren Prioritäten, aus unseren Notwendigkeiten. Das ist auch gut und richtig, für uns auf jeden Fall. Aber das ist überhaupt nicht die, so wie Udo Di Fabio berichtet aus seinen Gesprächen, ist überhaupt nicht die Sicht der chinesischen Elite. Und damit müssen wir uns abfinden. Es hilft nicht, dass wir darüber immer lamentieren und sagen, das ist aber nicht gut und wir finden das nicht so toll. Und es ist eine andere Entwicklung. Die nächste Frage, hier vorne waren zwei, dann hier und hier. Und noch eine. Oh Gott, das geht ja wunderbar rund. Ja, ich würde dann nochmal hinterherfassen und sagen, hier die Europäer und auch die Amerikaner, wir hatten doch eigentlich ein klares Verständnis dafür, dass wir die Guten sind, dass wir die Demokraten sind. Und dass wir wirtschaftlich auch weltweit den Ton angeben. Und jetzt sieht das aber plötzlich anders aus. Russland hat uns eigentlich den Gefallen getan, dass es dann auch noch quasi erstmal zerfallen ist, bevor es sich wieder rückaktiviert hat und jetzt auch eine besondere Rolle in der Welt spielt. Aber China, die wir noch in den Entwicklungslandaktivitäten vor kurzer Zeit eingestuft haben, die geben jetzt richtig Gas und überholen uns. Und man hört das, wenn man ihnen zuhört, dass da auch eine gewisse Form von Bewunderung dabei ist, wie die das angehen, wie die Töne gegeben werden. Ich habe auch während der Gespräche heute schon erlebt, dass man sagt, Mensch, die Bundesregierung muss doch mal mehr tun für Digitalisierung. Und wir haben doch eigentlich als Unternehmensleiter mehr die Vorstellung, dass da auch was aus den Unternehmen kommen müsste. Den Ball würde ich Ihnen noch mal gerne zuspielen. Da ist man natürlich ein bisschen vorsichtig. Ne? Aber ich meine, was schon faszinierend ist, ich habe das Gefühl, dass wir in China zwei Elemente finden, die ich sehr spannend finde. Zum einen haben wir Berufspolitiker oder Berufsparteimitglieder. Ja? Wir haben eben kein Wahlsystem. Und ich sage jetzt nicht, dass das gut oder schlecht ist. Ja? Ich sage, ja, das ist schlecht. Aber das sind Berufspolitiker, die über lange Jahre hinweg, über lange Auswahlprozesse in Funktionen hineinkommen und dann auch wirklich was verstehen von ihrer Materie. Mit extrem guter Ausbildung. Genau, exakt. Sonst kommt man überhaupt nicht dahin. Das heißt, wir haben hier Berufspolitiker, die in hohem Maße hingeführt sind zu den entscheidungstragenden Funktionen, die sie im Endeffekt übernehmen. Ja. Teilweise, und ich hatte das ja vorhin angesprochen, eben auch über Industriepositionen. Das heißt, das sind Leute, die waren in der Regierung, waren in der Industrie, in Vorständen, gehen zurück in die Industrie, in die Regierung. Finde ich großartig. Denke ich, würde uns auch ganz gut tun. Und das Zweite ist ein enormer unternehmerischer Impetus. Also ich finde, dass wir dieses Unternehmertum in China an jeder Straßenecke finden. Und das finde ich toll. Das hat eine Risikobereitschaft, da ist eine Quirligkeit, eine Dynamik, die ich in gewisser Weise auch tatsächlich bewundere. Ja. Hier vorne? Also die Frage schließt eigentlich direkt an. Also es ist ja immer so der Grundtenor in der Diskussion mit China zwischen Bewunderung und Angst.
Bedrohung. Nicht? Amerikaner haben das ja persönlich genommen, ne, im Sinne von Angriffsplan. Und wir antworten jetzt im Angriffsmodus, das Spiel ist ja noch nicht zu Ende. Was daraus wird, offenes Ende. Die Europäer sind ja, haben ja schon vor 70 Jahren ne, die letzten Kriege verloren, sind ja seitdem Junior-Partner, deswegen anderer Modus. Aber die Frage ist, man kann natürlich immer jetzt über China lamentieren. Die Frage ist ja für mich immer, wenn ich jetzt hier in Deutschland im Zentrum von Europa sitze, was machen wir da draus? Ne? Sozusagen die Chinesen auf ihrem Weg aufzuhalten, kann man vielleicht in gewisser Form modifizieren noch, wenn es um Regelungen geht und so weiter. Aber die gehen ihren Weg, den sie halt gehen, jetzt aus Nationalismus etc. geboren. Das wird ja bei uns so nicht funktionieren. Und dann fragst du dich, was funktioniert. Und ich bin da etwas unschlüssig. Auf der einen Seite sage ich ja gut, Geld ist ja momentan doch anscheinend etwas da. Wenn ich sage, jetzt Deutschland hat aktuell 100 Milliarden Haushaltsüberschuss, könnte man ja durchaus sagen, für unser Land von der Größe ist, wäre reichlich Geld da, was man realokieren könnte, wenn man das wollte. Auf der anderen Seite, das war jetzt gerade der Punkt, gibt es ja auch sowas wie Unternehmer. Ne? Also alle zeigen, was die Bundesregierung könnte, sollte, müsste. Dann sagst du ja auch gut, aber wo sind dann die Unternehmen, die auch Hochschulen, Unternehmen, die dieses Geld dann auch sinnvoll einsetzen. Ne? Also ich sag mal, es sind ja auch Investitionsmittel da. Die Unternehmen sind hochkapitalisiert zurzeit. Es wird aber relativ wenig investiert. Ja? Also die Frage ist für mich eigentlich eher jetzt mal so aus einer europäischen Perspektive und spezifisch deutschen Perspektive zu sagen, was kann man denn überhaupt dort adaptieren, mal gedanklich? Ne? Also jetzt bin ich jetzt gar nicht im Regierungsmodell und so weiter, sondern ganz konkret von dieser wirtschaftlichen Dynamik, von dieser Unternehmensdynamik und auch von dem staatlichen Interventionismus, ja, den wir ja auch durchaus schon bei uns gesehen haben, sind da Elemente dabei, die bei uns überhaupt funktionieren würden? Oder können wir einfach sagen, okay, das funktioniert im Kontext von China, eben aufgrund dieser spezifischen Konstellation, das wird aber hier bei uns überhaupt nicht funktionieren, ja? Weil vielleicht auch die Gesellschaften so satt sind oder, I don't know, ja? Ja, also ich meine, vielleicht sollte man jetzt auch mal die, wie soll ich sagen, die Kirche im Dorf lassen, obwohl das vielleicht hier jetzt nicht das ganz richtige Wortbild ist. Also nach wie vor ist es ja so, dass die deutschen Investitionen in China um ein Vielfaches höher liegen als umgekehrt. Ja, das sollte man schon mal bei der Gelegenheit sagen. Dann ist es so, dass wir zwar, ich meine, das ist natürlich jetzt auch ein Sprachproblem, bei uns klopfen viel mehr Chinesen an als umgekehrt, ja, nach wie vor. Natürlich ist es ein riesiges Volk, aber ich meine, das sind schon eklatante Unterschiede. Was natürlich völlig richtig ist, ist, dass wir unseren Mindset, so trivial das klingt, mal ändern sollten. Ja? Die Frage beispielsweise, die hier natürlich unmittelbar hineinspielt, also die erste Frage ist, von diesen vielen tollen Startups, wie viel überleben da eigentlich? Ja, ist ja, haben wir jetzt keine Zahl dazu gehört. Und das klassische Beispiel hier mit SenseTime, ja, ich darf darauf hinweisen, dass Gesichtserkennung mal eine deutsche Domäne war, nämlich gar nicht weit weg von hier. Ja, an der Ruhr-Universität Bochum gab es Ende der 90er Jahre fantastische Arbeiten, auch Industrialisierungsversuche, die dann alle leider gescheitert sind. Und jetzt ist das wertvollste Startup der Welt. Also ich glaube, mit etwas mehr Mut, ja, wie gesagt, ich will hier jetzt nicht banal wirken, aber mit etwas mehr Nachdenken über Industrialisierungsstrategien, Translation, ja, meine Herr Peitgen ist ja ein Ausnahmeunternehmer, ja, der uns da vielleicht auch was sagen kann, wie er das in diesem feindlichen Umfeld geschafft hat hier in Deutschland. Da können wir viel bewirken. Ja, und das ist also, das Spiel ist offen. Also insofern bitte nicht jetzt wie das Kaninchen auf die Schlange starren. Dazu besteht wirklich kein Anlass. Gerne. Herr Schulz, ergänzen dazu. Und also ein Punkt wäre der, Orwell ist angesprochen worden. Ne? Wir hören jetzt ganz gelassen heute zu, ja, wie wir hören, dass die Chinesen Orwell umsetzen. Ja, es gibt eine ganze Generation, vielleicht sogar zwei in Deutschland, die haben Orwell ganz anders erfahren, dass wir unsere Werte und Normen so aufbauen in unserer humanistischen Erziehung, dass das unbedingt verhindert werden soll. Ja, und heute hören wir nicht mal ein Rauschen oder ein Raunen im Raum, wenn jemand sagt, finde ich ganz irre, dass das sowas abläuft. Ja, also vielleicht der erste Punkt. Entweder stehen wir zu unseren Werten oder wir verändern sie und sagen, da wollen wir auch so werden wie China. Also ich glaube nicht, dass wir alles gleich über Bord werfen sollten, was wir in Europa aufgebaut haben über viele, viele Jahrzehnte. Der zweite Punkt ist, nicht falsch verstehen, aber diese Universität, die Bilder, die ich da gesehen habe, die kommen mir sehr ähnlich vor wie Singapur, A-Star, Biopolis. Das ist, als es aufgebaut worden ist, gehypt worden über 5, 8 Jahre lang. Das ist die Zukunft. Nur noch so machen wir Wissenschaft. Das ist ganz toll. Wissen Sie, was jetzt mit Biopolis los ist?
Da hören wir nichts mehr, ne? Weil die Chinesen, die Singapur regieren, das sind vier Familien. Und das sind reine Händler, immer schon gewesen. Die wollen jetzt nur noch Produkte sehen, die aus dieser Wissenschaft kommen. Alles also an Wissenschaft wird umgedreht auf Translational Research und muss immer in Patenten landen und sofort vermarktbar sein. Alle anderen Wissenschaftler raus. Glauben Sie wirklich, dass das funktioniert? Dass man eine Tradition in 15 bis 20 Jahren aufbaut? Das Einfache, was jetzt passiert ist, alle Ausländer versuchen, so schnell wie möglich das Weite zu finden. Und die Wissenschaftler, die jetzt drin sind und das umsetzen können, sind nicht gut genug, dass es klappt. Wenn die so weitermachen, geht's baden. Naja, das wird nicht funktionieren. Ich grätsche mal dazwischen. Also das Beispiel kann nicht China sein für uns. Also aus vielen Gründen nicht, das ist doch klar. Also wer dafür redet, der hat hier keinen Resonanzboden. Also weder hier noch in Deutschland noch in Europa. Das ist vollkommen klar. Das Beispiel ist nicht China. Jedenfalls nicht im Hinblick, nicht im Sinne einer Kopie der chinesischen Vorgehensweise und der chinesischen Zielsetzungen, der chinesischen Werte und so weiter. Das kann gar nicht das Muster sein. Die Frage ist doch, wenn China solche Wege geht und eine moderate, wahrscheinlich sehr viel mehr als moderate Chance auf Erfolgswahrscheinlichkeit hat, was bedeutet das für uns? Unser Land, unsere Wirtschaft, unsere Wissenschaft. Und was tun wir? Und wir werden es nicht in Kopie tun, sondern wir werden es auf der Grundlage unserer Systeme tun. Und das ist die Frage. Und daraus können wir trotzdem lernen. Wir können auf China gucken, ohne dass wir China kopieren. Das können wir tun. Ich gebe mal ein winziges Beispiel, was mich sofort fasziniert hat, als Sören mir das erzählt hat. Man kann Ingenieure ingenieurwissenschaftlich ausbilden und dann hoffen, dass sie später zu Innovatoren werden in den Firmen, in denen sie arbeiten. Und manche von denen schaffen das. Bekannte Beispiele sind in Deutschland zuhauf. Man kann aber auch sagen, ich bringe diesen Ingenieurstudenten von Anfang an den genetischen Code der Innovation nahe durch bestimmte Methoden. Und das sind die Methoden, die diese beiden Schulen für Creative Arts und was war die andere, Sören? Entrepreneurship and Management. Ja, das kann man so machen. Das kann man so machen. Man kann es auch bleiben lassen. Und unsere THs machen das nicht. Was unsere THs machen, ich werde jetzt mal sehr polemisch, die haben eine kunstvolle Art gefunden, aus den 100% Anfängern im ersten Semester durch ein mathematisches Prüfungssystem eine Elite herauszufiltern von 25% und mit denen machen sie dann knallharte Ingenieurwissenschaft. Deshalb sind die dann auch ingenieurwissenschaftlich so gut. Aber von diesen Dingen haben die nie etwas gesehen. Das sind Dinge, über die man nachdenken kann. Ja? Darüber kann man nachdenken. Das sind übernehmbare Dinge. Und das ist das Kunstvolle, was uns vor Augen ist. Wir schauen auf China mit der Frage der Erfolgswahrscheinlichkeit ganz hoch, dass die ihre Ziele irgendwie erreichen. Und was können wir daraus greifen, aus ihrer Methodik der Zielerreichung? Ihre Frage. Ja, Herr Peiken, erst möchte ich was klarstellen. Das, was Sie zuletzt gesagt haben, ist schlichtweg falsch. Oh. Man kann zum Beispiel an der Uni München Entrepreneurship studieren. Man kann, aber ja, es ist verpflichtender Bestandteil. Es ist verpflichtender Bestandteil. Es ist sogar eines der oversubscribed. Sehen Sie, open. Open ist alles. Ja. Das ist eine tolle Sache. Na, ja. Hier ist es verpflichtend. Ja, ich will trotzdem nur sagen, also man muss die Kirche im Dorf lassen, in beide Richtungen. Ja. Ich wiederhole Herrn Knoll. Ich habe aber eine etwas persönliche Frage an die beiden akademischen Vertreter aus München und Bonn. Warum sind Sie noch hier? Also in den USA ist es ja in jedem Fall schöner. Wir wissen auch, dass die Stanford-Professoren besser bezahlt sind als die in München und Bonn in der Regel und ganz andere Forschungsfreiheiten haben. Und ich lerne jetzt von Herrn Schwertfeger, dass es in China auch, will ich sagen, unendliche, fast unbegrenzte Möglichkeiten gibt. Frage an Sie beide, warum sind Sie noch hier oder warum gehen Sie nicht nach USA oder gar nach China? Ja. Und an Herrn Schwertfeger... Ich bin von New York nach Bonn berufen worden. Okay, gut. Und an Herrn Schwertfeger die umgekehrte Frage, was machen Sie denn eigentlich? Sind Sie ein KI-Fremdenlegionär? Wurden Sie schon mal beschimpft als Hired Intellectual Gun, was seinem Land gegenüber illoyal ist? Oder ist das jetzt eine freie Erfindung von mir? Ja, was dazu sagen, klar.
Es gibt für die Wissenschaft, also nehmen wir gerade die USA, viele Deutsche und nicht nur Deutsche versuchen gerade aus den USA rauszukommen wegen der politischen Stimmung schon eines Donald Trump. Und das ist Meilen entfernt von den chinesischen Umständen. Wir haben auch bei uns gerade einen Kollegen aus China zurückgeholt, den wir ironisch im Fach Philosophie immer den Peking nannten, weil er der erste Deutsche war, der an der Peking-Universität einen riesigen Lehrstuhl hatte, von Xi Jinping höchstpersönlich begrüßt wurde in seinem Palast, den man für ihn auf dem Campus gebaut hat. Der möchte nie mehr dorthin. Also er hat gesagt, das war die Hölle. Die Berichte, die er so zu geben hat über die Art und Weise, je tiefer Einstieg, die höheren Governance-Strukturen, das Ausmaß an Korruption und alltäglicher Gewalt, einschließlich homophober Attacken von Dekanen auf als schwul anerkannte Professoren und so weiter. Das Ausmaß dieser Gewalt, das Ausmaß der Armut, 700 Millionen haben Internetzugang, was mit den anderen. Das sind also Verhältnisse, oder nehmen wir die USA, wo es für Deutsche immer auch sehr schwierig ist zu ertragen, dass man seine Kinder nachts nicht mehr auf die Straße schicken kann, in Berkeley, wenn man Professor ist, weil die aus Oakland schon jemand kommen könnte und die Kinder erschießt. Das sind sozioökonomische Umstände, die ein Leben für Wissenschaft und Wahrheit, sagen wir es mal so, nicht unbedingt erleichtern. Und es gehört zu gelingender Wissenschaft, das war das Erfolgsrezept auch des 19. Jahrhunderts im deutschen System, das in die USA dann exportiert wurde durch den Zusammenbruch Europas. Dieses System der Verbindung von Aufklärung, Demokratie und Wissenschaft ist das Modell, von dem die amerikanischen Elite-Universitäten bis heute immer noch profitieren. Das darf man nicht unterschätzen. Und die Chinesen versuchen jetzt mit einem Modell Big Data und einfach brutal rein, Geld und Menschenmasse, das zu machen. Das funktioniert aber prinzipiell nicht. Deswegen würde ich sagen, die Erfolgsaussichten sind nicht so hoch, wie die chinesische Regierung uns das weismachen möchte. Das ist Propagandasprech. Nein, ich habe für mich geantwortet. Ich glaube, das ist ein sehr interessanter Punkt, weil das ist natürlich die Entschuldigungsrhetorik, in Deutschland nichts zu tun. Weil wir alles, doch, weil nämlich all das, was um uns herum passiert, in Europa, in Amerika, jetzt ganz besonders in China, aus unserer stark deutschen Brille angucken und sagen, es wird alles nichts und das ist alles nicht so gut. Und Google ist ja nur eine Firma, die mit Suchmaschinengeld verdient. Jeder weiß, das stimmt nicht, aber das weiß man in Deutschland nicht. Oder Facebook ist ja ganz schrecklich, weil die verletzen ja ständig Persönlichkeitsrechte und man kann da ja posten, dass man gerade einen Hamburger isst, was natürlich überhaupt nicht wahr ist. Also wir haben eine Sicht auf die Dinge, die da draußen passieren, die stark deutsch ist. Und dann ist das, wenn das dann richtig ist, ist klar, dass die alle scheitern. Ansonsten mag ich ihn ganz gerne. Aber das ist so. Ich meine, wir leben wirklich in einer Selbstbezogenheit, Selbstzufriedenheit unserer Errungenschaften, die ja gigantisch sind. Die sind ja gigantisch in jeder Hinsicht, wissenschaftlich, ökonomisch, gesellschaftlich. Nicht, ist alles in einem Zustand, wo man sagen könnte, wenn das so bliebe, dann wäre es unendlich wunderbar. Ne? Aber das ist nicht so. So, jetzt seid ihr beiden dran. Haut rein, ja, gerne. Ja, gleich dazu. Okay. Ja, also, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen unpopulär, was ich sage, aber wenn Sie sich mal die Migrationsströme anschauen, dann ist mir nicht bekannt, dass es also einen gigantischen Migrationsstrom nach China gibt oder nach Russland, sondern die wollen ja alle zu uns. Das heißt, also zumindest die Außenwahrnehmung scheint nach wie vor so zu sein, dass es bei uns nicht so schlecht ist. Sie wissen auch warum, weil wir Migranten genau das sind, was ein deutscher Arbeitsloser kriegt. Also wie gesagt, wir wollen über das Thema eigentlich nicht reden, aber es hat schon, also sagen wir mal, das ist halt eine Abstimmung mit den Füßen. Ja, aber jetzt wollte ich... Also es ist immer schwierig, wenn man neben einem rhetorisch exzellenten Philosophen steht und dann noch was dazu sagen soll. Aber also, ich schließe mich in meinen also Worten an. Ich war tatsächlich 10 Jahre in den USA und habe mich für Europa entschieden. Ich bin überzeugter Europäer. Ich mache auch sehr viele Projekte nicht nur in Deutschland, sondern auch in Staaten wie Rumänien, um auch dort die europäische Idee weiterzutragen. Und das ist das, was ich in meiner Erziehung mitbekommen habe, dass es hier Werte gibt, die ich in keinem anderen Land bisher so gefunden habe. Ja, und das gilt das Gleiche, ob ich jetzt nach Frankreich gehe oder nach Holland gehe oder nach Belgien. Das sind die gleichen Werte, die wir gemeinsam hier auf diesem Kontinent weitertragen können, auch in der Wissenschaft. Ja. Das sind die Beweggründe. Wie kann ich als Wissenschaftler mit dazu beitragen, dass wir uns als Gesellschaften weiterentwickeln, obwohl dort draußen solche interessante, aber für mich auch manchmal sehr befremdliche Entwicklungen entstehen. Ich glaube, wir können das, was hier über viele Jahrhunderte erreicht worden ist, immer wieder zerstört wurde, aber immer wieder aufgebaut worden ist. Und die Tradition ist extrem lang. Wenn Sie sich angucken, was in Familien
weitergegeben wird. Ja? Das fängt nämlich nicht in der Schule an und das fängt auch nicht im Studium an mit Entrepreneurship. Ja? Wenn Sie als Kind bei einem Ingenieur aufwachsen, das ist einfach so, dann werden Sie diese Art und Weise zu denken als Kind einfach mitbekommen. Und das ist eine ganz, oder bei Ihrem Freund oder die Mutter macht ein großes Geschäft und dann kriegen Sie mit, wie die Mutter darin aufgeht, von Ihrem Freund, von Ihrer Freundin. Das sind Dinge, die wir hier leben, die wir hier weitergeben und die ich mit meiner Frau damals, als wir uns entscheiden mussten, bleiben wir in den USA oder gehen wir zurück, mit ins Kalkül genommen haben und wir nicht gesehen haben, dass in einer extrem kalten Gesellschaft, wenn es darum geht, Freunde zu entwickeln, Freundschaften zu entwickeln, Netzwerke zu entwickeln in den USA, nicht gesehen haben, auch über lange Schritte nicht. Und wir hatten damals keine Ahnung, ob Trump kommt oder nicht kommt. Damals war gerade erst mal Bush dabei und wir dachten, das wäre schlimm. Ja. Von daher, ich bin überzeugter Europäer und meine Wissenschaft mache ich exakt in diesem Sinne. Also ich habe fast 30 Jahre in den USA gelebt. Ich kann das überhaupt nicht teilen, das Amerika-Bild von kalt und keine Netzwerke, keine Freundschaften. Das ist das gängige europäische Vorurteil gegenüber Amerika. Wenn von 1985 bis 2013. So. Also ich kann Ihnen nur sagen, als jemand, der in Amerika gelebt hat, hat man natürlich ganz viele europäische Besucher, Freunde aus Europa. Die sagen alle dasselbe, nämlich das. Wir sagen alle dasselbe. Deshalb kann das nicht ganz falsch sein. Aber es ist leider auch nicht ganz richtig. Amerika ist so anders und gleichzeitig uns als Europa so ähnlich, dass wir immer denken, es ist ja so ähnlich, aber es ist nicht so ähnlich. Und diese Andersartigkeit verstört uns. Und es gibt Legenden von Menschen, wie Ihre, Herr Schulze, die ich respektiere, die damit nicht zurechtkommen mit dieser Differenz. Freundschaften in Amerika sind genauso tief und haltbar. Netzwerke sind genauso wunderbar wie in Europa, aber vollkommen anders. Also hören wir auf mit diesem Amerika-Bashing. Trump dürfen wir draufhauen. Aber das andere sind so persönliche Erfahrungen, ja, die dann dazu führen, dass man da auch wieder weggeht, was ich respektiere. Aber das ist nicht die Wahrheit über Amerika. Herr Laufenberg. Herr Laufenberg ist dran. Ja, vielen Dank. Wir wollen über KI reden. Vielen Dank. Manchmal wird man ja so alt. Zu Amerika oder zu KI? China. Zu China, okay, sehr gerne. Zu China. Ich bin ja nun auch oft da und ich bin auch beeindruckt von der Dynamik und so weiter und so weiter. Außerdem gilt natürlich, dass das so als Familie, man fühlt sich als Familie, man hat auch einen enormen Minderwertigkeitskomplex, ja, weil man eben nicht mehr an der Spitze steht wie in den letzten 5000 Jahren, sondern jetzt nachher so langsam jetzt versuchen muss, da wieder hinzukommen, wo man quasi seinen Platz an der Geschichte immer gehabt hat. Aber ich stelle schon die Frage, wenn wir jetzt also so begeistert darüber reden, ja, an welcher Stelle gibt es denn genuine chinesische Innovation? Ja? Bislang sehe ich nur, dass, und zwar wirklich bis ins Detail, ja, wenn Sie da, ich meine, ich bin ja auch da immer in Tsinghua und so weiter, ja, in den Robotiklaboren, alles, was sie machen, ist teilweise eine 1:1 Kopie von dem, was die Amerikaner machen, Boston Dynamics und so weiter. Ja, also ich rede jetzt mal nur für mich. Ja. Aber sagen Sie mir, Herr Peitgen, eine 10, meinetwegen, originäre, genuine chinesische Innovation, Invention. Da wäre ich ja schon zufrieden. Ja, und da sehe ich ja schon, also da sehe ich schon ein erhebliches Aufhol oder ein erhebliches Defizit. Was jetzt ja nicht heißt, dass wir uns, ich sage das nochmal, zurücklehnen sollten. Nicht? Das ist völlig klar, weil natürlich auch aus Masse Qualität entstehen kann. Nicht? Stichwort Big Data. Ich sage aber auch dazu, ja, nur ein Wort. Das ist Entschuldigungsrhetorik für Nichtstun. Nein, das sage ich ja gerade. China insbesondere und Japan früher als das Land zu sehen, das nur kopieren kann. Nein. Es ist eine europäische Fehlorientierung in höchstem Umfang. Also, wenn Sie das weitermachen, werden Sie ganz nervös. Ja, sehe ich schon. Ja, ich könnte aber zu Japan was dazu sagen. Sören, sag mal was dazu. Herr Taube, sagen Sie was dazu. Also nicht zu unbedingt diesem Thema, sondern zu den herausfordernden Themen, die wir hören. Also, dann möchte ich mal meine Erfahrungen beisteuern. Manchmal wird man ja so alt, dass sich Paradigmen wechseln und dass man Zeitzeuge von Paradigmen wechseln wird. Und ich möchte meinen sehr geschätzten Professor Eversheim an der RWTH Aachen zitieren. Der sagte, kapieren, nicht kopieren. Und damals war es gemeint, wenn er nach China fuhr und den Chinesen sagten, ihr müsst kapieren, nicht kopieren. Und vielleicht ist das ein guter Rat,
in Bezug auf den Paradigmenwechsel, der sich heute andeutet. Und ich möchte das belegen. Wir sprechen über KI und es ist offenkundig, dass man zeitliche Nachteile bei exponentiellen Entwicklungen nicht aufholen kann. Und mein Wissen in der Tasche sagt, 15,2 Milliarden globale Investitionen in KI-Startups im Jahr 2017, 48% nach China, 38% in die USA und jetzt können wir mal gucken, was in Europa übrig bleibt. Wenn man jetzt die Frage stellt, ist das wissenschaftliche Höchstleistung, dann sage ich, ist das gegebenenfalls am Thema vorbeigefragt. Weil das gar nicht die Intention ist, sondern die Intention in China ist, Winning-Partnerschaften aufzubauen. Und da können Sie von den frühen Kaiserreichen bis heute eine rote Linie ziehen, die heißt, mach das Volk satt und vermeide Unruhen. Und wenn Sie mit den Chinesen sprechen, dann haben die überhaupt keine Angst, observiert zu werden, kontrolliert zu werden. Das werden die eh. Das sind die seit Jahrtausenden. Und wenn Sie das Menschenbild vergleichen, da gibt es kein Ich im Sinne von Individualität. Da gibt es den Teil der Gruppe, der zu mir gehört. Und Gesellschaft ist viel wichtiger als das einzelne Individuum. Und deshalb möchte ich mal zurückkommen auf die Frage, wie wollen wir exponentielle Geschwindigkeitsnachteile oder Verzögerungen aufholen? Und das frage ich Sie als Wissenschaftler, das frage ich uns als Unternehmer, aber auch als Staatsbürger. Und dann fällt mir nur eins ein, Ökosystemdesign, Winning Partnerships. Und das macht China genial mit einem Staat, mit Unternehmen und mit der Bevölkerung und alle profitieren. Und ich glaube, wir müssen kapieren und nicht kopieren. Okay. Ein guter Mediator. Dankeschön, Herr Laufmann. Ich will nochmal auf die Frage zurückkommen, was können wir denn davon lernen? Vielleicht auch von den USA, aber gerade von China. Was für mich hängen bleibt, sind primär zwei Dinge. Erstens, die Chinesen haben eine Vision, ganz klar ausgedrückt. Und die Frage ist, haben wir eine als Gesellschaft? Cooler Ausstieg. Was tun wir? Ja, was tun wir? Das kommt zum zweiten Punkt. Die Vision ist langfristig angelegt. Es ist nicht kurzfristig, so wie wir jetzt im Rhythmus der Parlamentswahlen sozusagen agieren. Und dass man in Europa langfristige Visionen haben kann, das zeigen auch andere Länder. Klar, Atomausstieg war eine, die ist dann ja auch teilweise revidiert worden und dann wieder revidiert. Aber Norwegen hat welche, Finnland hatte welche in der Bildung. Also ich sehe das durchaus als Möglichkeit. Und vielleicht schaffen wir es ja sogar, wenn nicht auf ganz europäischer Ebene, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber mit einigen europäischen Schwergewichten sowas hinzukriegen. Ist es nicht sinnvoller, sich daran zu orientieren? Und ein Thema zum USA, vielleicht ist es dort das Gen sozusagen, we are great, wo wir uns immer ein bisschen zurückhalten. Wo wir sagen können, so ein bisschen Enthusiasmus, dass wir doch auch gut sind und dass wir auch Dinge leisten können und sie anpacken, würde helfen. Ich habe die ganze Zeit den Herrn ganz oben links vergessen, weil er so weit weg sitzt. Das muss jetzt nachgeholt werden in meiner sehr emotionalen Art zu reagieren auf die hochverehrenden Vortragen. Ich entschuldige mich tausendmal für meine Emotionen. Bitte. Ja, Stefan Grabmeier. Ich würde mal mit einer Frage und nicht mit weiteren Statements aus dem Publikum weitermachen. Die Frage geht so ein bisschen auf das, was wir am Vormittag gehört haben. Wie schaffen wir es, dass wir das Thema Ethik in die KI bringen? Herr Gabriela Schulze, was Sie auch gesagt haben, Unconscious Bias. Wie müssen wir einerseits wissenschaftlich, wie bringen wir mehr Geisteswissenschaften mit Technologie zusammen? Und vielleicht haben wir Ihre Sicht drauf. Ich kenne einen Lehrstuhl, Kaiserslautern, Sozioinformatik. Ich weiß nicht, ob es da mehr gibt oder wie schaffen wir das? Und das Zweite, wie umschiffen wir denn eigentlich oder wie designen wir denn eigentlich Entwicklungen, um genau den Rassismus, die sozioökonomischen Themen, also all das, was wir in Unconscious Bias haben, dass das alles nicht passiert und dass wir den ethischen Aspekt hochhalten. Und wir haben eine Weltbevölkerung alleine von 50-50 ungefähr Frauen und Männer. Und wenn ich nur in die Runde hier gucke, dann sind wir auch nicht divers genug aufgestellt. Also was müssen wir tun? Vor allem sind wir noch weiß, ne? Ja, Männer, ja.
Weiß sind nur Sie und ich. Genau. Also erstens, viele der Themen, die ja jetzt in der Kommentierung des wirtschaftlichen Gesamtgeschehens sozusagen aufkommen hier, sind ja alles Themen, die geisteswissenschaftlich untersucht werden. Die Sinologie untersucht zum Beispiel die Verwendung von Stereotypen im gegenwärtigen chinesischen Propagandabetrieb. Die verkaufen sehr geschickt nämlich genau diese Vorstellung davon, dass sie ein Kollektiv sind, kein Ego haben und so weiter als Marketingstrategie, dass die Sinologen machen das, was Mao da eingeführt und so weiter. Also sowas kann man untersuchen. Unsere Repräsentation unserer selbst und die der Fremden. Das machen ja zum Beispiel Sinologen, Amerikanisten, Anglisten, Soziologen und so weiter. Die werden genau das, was jetzt im Raum steht und von uns stereotypisch repräsentiert wird, weil wir als einzelne Meinungen darüber haben, wissenschaftlich untersuchen. Also wo kommen solche Stereotypen her und so weiter. Und das alles fehlt im Moment bis zu einem bestimmten Maß im Auge der Öffentlichkeit. Das heißt, wir haben jetzt eine politische Meinungsbildung, die sich sehr in Deutschland, die sich sehr stark um zentrale Themen dreht, der Innovation, das ist ja nun mit KI gegeben und der geopolitischen Lage. Wir ignorieren dabei aber die Selbstuntersuchung unserer Position. Das heißt, wir ignorieren fast komplett das Thema Ethik. Und das Thema Ethik ist fundamental eine Konsequenz der Anthropologie, das heißt der Selbstbestimmung des Menschen. Freiheit, so die Idee der Aufklärung, besteht beim Menschen darin, dass wir ein Licht im unser Leben im Lichte einer Vorstellung davon, wer der Mensch ist und wer er sein soll, führen. Und die Ethik untersucht die Strukturen dieser Selbstbestimmung. Also zum Beispiel dann zusammen mit der Verhaltensökonomie und der Psychologie und der Biologie und allen anderen auch Naturwissenschaften genau solche Fragen. Das geschieht schlichtweg zu wenig, weil wir teilweise auch an der falschen Stelle investiert haben. In den USA, das ist zum Beispiel eine Stärke. Alle Universitäten haben riesige Gender, Racist Studies, Handicap Studies und so weiter durch alle Disziplinen hinweg. Da haben sie aber natürlich auch in der Hinsicht sehr viel mehr Masse, die solche Themen untersucht. Das ist in Deutschland weitgehend einfach unterfinanziert, weil wir in den letzten 50 Jahren die Wette abgeschlossen haben, dass der naturwissenschaftlich-technologische Fortschritt alleine automatisch die demokratische Stabilität garantiert. Das ist das naturalistische Weltbild, von dem Sie gesprochen haben. Das naturalistische Weltbild ist philosophisch gesehen nachweisbar falsch. Wir bauen also in unserem Menschenbild auf einem Irrtum auf. Das kann nicht gut gehen. Ja, das ist ja klar, wenn wir ein falsches Menschenbild haben, ein einseitiges Menschenbild und dann noch unsere fortgeschrittenste technologische Entwicklung heute, nämlich der künstlichen Intelligenz, an ein falsches Menschenbild anpassen, dann kann das Ganze nur schiefgehen. Da haben Sie völlig recht. Und ich meine, Joachim Schulze hat das ja gezeigt anhand eines konkreten Beispiels der fokussierten Anwendung. Datensätze, Parameter und so weiter. Das wird derzeit in der anglophonen Philosophie der künstlichen Intelligenz unter dem Stichwort des Value Alignment Problems sehr genau diskutiert, auch in Machine Learning Zirkeln. Man muss sich das klar machen, dass diese Maschinen sich nicht, wie die Superintelligenz Science Fiction Diskussion nahelegt, sich nicht selber schreiben. Das schreiben alles Menschen und in die Art zu programmieren gehen Wertesysteme ein. Die sind aber unsichtbar gemacht, weil wir nur den technologischen Effekt sehen. Eine mögliche Empfehlung an Europa ist, und eben auch mit wirtschaftlichen Konsequenzen, das kann man auch als Vision sehen, besteht genau darin, dass wir einsehen, dass die ethische und anthropologische Reflexion, die hier seit 2000 Jahren, seit der Erfindung der griechischen Demokratie angestellt wurde und dann in der Moderne zur Aufklärung geführt hat, dass diese Reflexion in keinstem Sinne sekundär ist gegenüber unserem wissenschaftlich-technologischen Fortschritt. Das ist das Alleinstellungsmerkmal Europas. Wenn wir das aufgeben, dann haben wir keine Chance. Das ist richtig. Na, ich würde noch dazu anführen, möglicherweise ist, wenn man das mit berücksichtigt, eine Stabilisierung dieser Systeme möglich. Ja, weil wenn Sie systemische Fehler in den Systemen haben, dann driften die ganz schnell ab von dem, was Sie eigentlich erreichen wollten. Und je mehr Sie quasi dieses Rahmenwerk schaffen, dass Sie falsifizieren, immer wieder überprüfen, immer wieder validieren, haben Sie eine Wahrscheinlichkeit, dass Sie immer wieder nur um die Mittellinie Ihres gewollten Zieles pendeln und nicht plötzlich abdriften. Und da sehe ich auch die einzige Chance, exponentiellem Wachstum quasi entgegenzustehen. Wenn ich sage, ich fahre gar nicht dahin, ich fahre dahin. Und wir haben unseren Weg, wir müssen ihn nur besser argumentieren und besser formulieren. Wir haben ihn schon. Und ja, aber das ist ja das Ziel,
ist ja jetzt auch, wenn man jetzt diese Ziele aus China sieht, diese Ziele sind das ja nicht vorgestern so entstanden, sondern die ist eine lange Diskussion auch in diesem Land. Wir müssen einfach die Diskussion anfachen, so wie wir es ja auch tun, und dann auch zu Zielformulierungen kommen und sagen, das sind eigentlich Ziele, die uns ausmachen, wo wir unsere Stärken ausspielen können und wo wir genau diese Punkte, wie ich es jetzt gerade gesagt habe, Stärke wäre bei uns, dass wir stabile Systeme entwickeln und nicht welche, die quasi möglicherweise in Dinge abdriften, die wir gar nicht gerne hätten. Und dann wieder die nächsten bauen müssen oder die nächsten bauen. Es könnte hier Möglichkeiten geben, solche Ziele zu formulieren, um dann wieder im Wettbewerb bestehen zu können. Okay. Eine Frage, ein Statement. Die Frage geht in das Thema Intellectual Property, aber das Thema des Statement kann ich mir angesichts der Diskussion auch nicht verkneifen. Mein Name ist Jürgen Sturm, ich bin der IT-Chef der ZF Friedrichshafen AG. Ich bin seit ca. 15 Jahren, bin ich immer wieder sehr häufig auch geschäftlich in China, und ich frage mich angesichts der Diskussion, mit welcher Arroganz wir hier über China urteilen, weil ich bewundere den Fortschritt, den ich allein in den 15 Jahren gesehen habe, ich bewundere den zutiefst. Und ich würde mir eher wünschen, dass wir dann diskutieren, was müssen wir in Europa tun, damit wir ähnlich unsere Infrastrukturen beherzt weiterentwickeln, Rahmenbedingungen weiterentwickeln und auch Innovation fördern und auch, man sagt ja auch immer, dass China dann auch in Richtung Ressourcenverschwendung und so weiter, das ist auch inzwischen ein Irrglaube, da wird politisch massiv gegengesteuert, um entsprechend dann auch Nachhaltigkeitsthemen umzusetzen. Also in dem Sinne frage ich mich immer, wenn man auf jemanden zeigt, dann zeigen immer drei Finger auch auf einen selber. Also was tun wir? Ja. Zweiter Punkt in dem Kontext, wir würden ja nicht als Deutsche oder europäische Volkswirtschaft leben wir von global tätigen Firmen. Und in vielen Themen, wo unsere Firmen global, international erfolgreich sind, wir würden diese großen Zentralen hier nicht alimentieren können, das gilt für meine frühere Firma, das gilt für meine jetzige Firma, wenn wir nicht auch in China erfolgreich sind. Und in dem Sinne, sage ich mal, auch wenn die Themen wie Handelshemmnisse und so weiter entgegensprechen momentan, das sind ganz negative Entwicklungen, wir müssen für einen freien Welthandel sorgen und da auch alle politischen Gewichte ins Spiel bringen. Und da gibt es aber jetzt eine Schieflast, und das ist meine Frage. Es ist völlig okay, wenn deutsche Firmen akquirieren, dann können auch chinesische Firmen auch eine KUKA erwerben und so weiter. Das ist ja, aber da scheint mir eine Schieflast, also Zugang, Umgang mit Intellectual Property oder dann auch im Sinne von Mergers and Acquisitions, da ist eindeutig festzustellen, dass sich hier die chinesische Volkswirtschaft sehr stark abschottet. Und das wäre meine Frage, wie ist die Meinung des Panels dazu? Vielleicht haben Sie dazu auch Erkenntnisse, wo sich es hinentwickelt. Ja, da arbeiten seit 15 Jahren intensiv zu. Und wir haben darum gekämpft, dass China den Market Economy Status nicht bekommt, weil wir nicht sehen, dass China eine Marktwirtschaft ist. Und sie haben ihn auch nicht bekommen. Und das liegt im Endeffekt daran, dass wir hier wirklich kein Level Playing Field haben, dass China faktisch eben im globalen Markt sehr, sehr aktiv ist, einer der größten Profiteure der Globalisierung der letzten 40 Jahre gewesen ist und weiterhin ist, ja, trotz Trump. Wir gehören definitiv zu den großen Gewinnern. Aber wir haben eben tatsächlich eine Struktur, die Sie ansprechen, wo China aus unserem Verständnis heraus, ja, fragen sich Chinesen, die sehen das ein bisschen anders, unfair agieren. Ja, das beginnt damit, dass der chinesische Markt protektioniert ist. Ja, wir können da nicht so rein, wie wir es gerne möchten. Gesamte Photovoltaik-Desaster wäre zu vermeiden gewesen, wenn die deutschen Photovoltaik-Unternehmen in der Sekunde direkt voll auf den chinesischen Markt hätten gehen können und dort ihr Wissen in verkaufbare Produkte skalieren hätten können. Das hat die chinesische Regierung unterbunden und damit im Endeffekt den Grundstein dafür gelegt, dass der globale Photovoltaikmarkt zerstört worden ist und im Endeffekt nur chinesische Unternehmen übrig geblieben sind. Das ist ein Punkt. Der nächste Punkt, der eben unterschwellig aufgekommen ist, wir haben im Zweifel auch jetzt mit Bezug auf KI eine andere Art von Dumping, dass nämlich diese Ethikdiskussion, die wir hier führen, in China fast nicht geführt wird. Und Herr Schulz, ich möchte nicht, dass es missverstanden war, als ich eben hier das Social Scoring präsentiert habe, habe ich das nicht bewundert. Ich hoffe, dass es deutlich geworden ist, dass ich das für ganz, ganz, ganz gefährlich und schlecht halte.
Also, hier haben wir im Endeffekt, wir sagen, wir spielen nach den Regeln des Marktes und akzeptieren China als Partner, aber China spielt nicht nach den Regeln. Und deshalb ist das unrund. So, jetzt haben wir aber in Deutschland, gerade in Deutschland, die Diskussion, ne, frei nach Nietzsche, pass auf, dass du nicht das Monster wirst, was du bekämpfst. Was glauben Sie, was wir seit zwei, drei Jahren für Diskussionen haben, inwiefern wir die Investitionskontrolle aus China einschränken sollten oder nicht? Weil die Idee war dann, ja, wenn wir das tun, dann werden wir ja so wie China. Das heißt, der Kompromiss, den wir jetzt gefunden haben, mit etwas größerer Überprüfung und so weiter und so fort, ist ein Schritt in diese Richtung. Aber Fakt bleibt, China ist ein Riesenplayer mit Macht, mit asymmetrischer Macht im globalen Gefüge. So, und Deutschland ist viel zu klein. Das heißt, wir können nur als Europa auftreten. Europa spricht momentan mit 28 plus Stimmen, ist deshalb eigentlich auch nicht wirklich ernst zu nehmen. Und das ist das große Problem, was wir haben. Wir brauchen ein Gegengewicht gegen China, gegen die großen Player. Das ist USA, das ist China und wir hoffentlich. Und dann, um auch zu sagen, was können wir von China lernen, was können wir tun? Wir müssen bereit sein für die Window of Opportunity, wenn sie da ist. Die aktuelle Window of Opportunity haben wir verloren. Die ist vorbei, da sind wir nicht handlungsfähig. Aber wenn in 10 Jahren die nächste da ist, dann sollten wir da sein mit schlagkräftigen Geschäftsmodellen, mit großartiger Innovationsleistung, um dann zu agieren und die relative Bedeutung Europas, und ich sage ganz bewusst nicht Deutschland, sondern ich sage Europa im globalen System weiter zu stärken und zu festigen. Und dann eben auch unsere Werte zu stabilisieren. Momentan haben wir null Einfluss auf die Umsetzung von ethischen Standards in der chinesischen Artificial Intelligence Entwicklung. No way. No way. Nur aus einer Position der Stärke können wir irgendwann mal hoffen, da Einfluss nehmen zu können. Ich mache einen Stich, um das mit einem Satz zu relativieren, ohne es auszuführen. Unsere Art des Spiels der Marktwirtschaft, an das wir jetzt so toll glauben, hat dazu beigetragen, dass ein ganzer Kontinent, nämlich der afrikanische Kontinent, auf den Knien läuft. China geht dort rein, macht keine Entwicklungshilfe, wie wir, hier was, da was, sonst noch was, sondern massive Infrastrukturhilfe. Afrika wird, wenn das sich so fortsetzt, in 2 Jahrzehnten eine Region sein, die von China in vielfacher Hinsicht, ich weiß nicht, wie ich den Begriff wählen soll, dominiert könnte richtig sein, kontrolliert könnte richtig sein, was auch immer. Unsere Marktwirtschaft hat wunderbar funktioniert für uns. Sie hat überhaupt nicht funktioniert im Austausch mit Afrika. Da haben wir alles platt gemacht. Ganz kurz, die soziale Marktwirtschaft, wie sie auch aus diesem Haus heraus geführt worden ist, halte ich für weiterhin eines der besten Systeme, was wir in jüngeren Gesellschaftsgeschichte hatten. Und, das ist ja richtig. Aber wir haben es leider nicht auf Afrika übertragen, sondern im Gegenteil. Da waren wir Raubtiere. Nicht? Aber dieses... In Afrika altruistisch. Habe ich nicht gesagt. Habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, sie bauen dort Infrastruktur. Ja, also das massiv. Haben wir ja nun teilweise auch versucht. Nochmal, lassen Sie uns dieses Modell in Deutschland stärken, lassen Sie uns in Europa stärken und dann nur aus einer ökonomischen Position der Stärke können wir das international propagieren. Alles andere ist einfach nur in den Wind geredet und da können wir hier Meetings haben, bis wir umfallen, da können wir Essays schreiben, ist alles Luft. Solange China ökonomisch die Kraft, die Dynamik an den Tag legt, wie wir es beobachten, vergessen wir es einfach, schreiben hübsche Bücher und kontemplieren über die große deutsche Vergangenheit. So, jetzt gebe ich ganz, Sie sind eigentlich vorher dran, aber jetzt gebe ich der Dame als erstes das Wort. Das ist ganz klar. Dazu, genau zu dem Punkt, ich glaube, wir können von den USA, von China gewisse Dinge lernen. Die könnten sicherlich sehr viele Dinge auch oder könnten oder sollten auch sicherlich viele Dinge von uns lernen. Nur um zu diesem Moment der Stärke zu kommen. Wenn ich jetzt überlege, Sie hatten gesagt, es sind knapp über 50% der Leute, die sagen, ich würde eine Diagnose von KI und Arzt bevorzugen. Müssen wir nicht in Europa dahin kommen, dass in der Gesellschaft und in der Politik wir eigentlich dazu kommen, dass 100% sagen würden, ich möchte diese Kombination von KI und Arzt haben, zu einer positiven Einstellung gegenüber diesen Technologien, gegenüber KI, damit wir als Gesellschaft, als Unternehmer, als Politik dieses Thema ganz anders priorisieren. Denn ohne diese Priorisierung ist die Frage, wie sollen wir zu dieser Stärke kommen? Deswegen die Frage an Sie. Wie wichtig ist das und wie wollen wir das angehen? Wie wollen wir das Thema KI in der Gesellschaft positiv besetzen, wenn viele beim Thema KI
also Dinge wie Terminator und Matrix denken. Wer möchte? Also vielleicht nur ein Wort dazu. Im Koalitionsvertrag ist das Wort Digitalisierung und künstliche Intelligenz ist ganz kurz dahinter. Digitalisierung war 299 Mal drin. Es war das Wort Medizin 40 Mal drin. Präzisionsmedizin 0 Mal. Und künstliche Intelligenz war irgendwas 150 Mal. Also es ist nicht so, dass es nicht auf dem Schirm ist. Die Kombination zum Beispiel noch nicht. Und wir müssen auch noch, glaube ich, lernen, dass der digitalisierte Kindergarten vielleicht nicht ganz so wichtig ist wie andere Dinge. Auch der war da drin. Ich glaube, das ist eine konstante Arbeit, so wie wir es heute auch machen. Konstant mit Politik, mit Gesellschaft ins Gespräch kommen und zu sagen, hier sind die modernen Themen, wir wollen hier Lösungen anbieten, aber wir müssen quasi, um das machen zu können, gemeinsame Wege finden. Ja? Und da muss jeder seinen Beitrag leisten, ob es jetzt ein finanzieller ist, ob es ein Zeitbeitrag ist, ob es ein Innovationsbeitrag ist oder auch, ob es ein Verständnisbeitrag ist durch die Gesellschaft. Aber konstant, wie heute auch, kommunizieren. Ja, ich glaube, also wir waren, es wurde ja hier von Ihnen eben gesagt, so ein bisschen untergegangen. Ja? Wir sollten vielleicht auch tatsächlich mal daran arbeiten, Visionen zu entwickeln, für die es sich lohnt, zu arbeiten. Ja? Also das machen ja unsere amerikanischen Freunde, also die Chinesen haben wir gesehen, die wollen nach oben, die haben sozusagen, aufholen ist ja in dem Sinne leichter, als an der Spitze zu bleiben. Ja? Aber schauen wir uns unsere amerikanischen Freunde an, ja, vor der Mondfahrt, über sozusagen War on What if Cancer, was ja übrigens von Nixon damals, dem vielgescholtenen Nixon, in die Wege geleitet wurde, was dann in das Human Genome Projekt sozusagen überging, ja, da sehe ich bei uns nichts. Ne? Sehe ich nichts. Und das wäre, glaube ich, mal eine sehr lohnenswerte Aufgabe, auch nachdem Sie ja solche flammenden, Reden für die Geisteswissenschaften hatten, die ich ja voll unterstütze, wäre das ja mal eine Aufgabe. Nicht? Also was ist sozusagen, was können wir denn hier leisten und was wäre denn ein Projekt, für das es sich lohnt, hier in Europa alles zu geben? Ja? Die universalistischen Menschenrechte. Das ist mir ein bisschen absurd. Also zum Beispiel könnte man ja sagen, Mortalität, das klingt auch schon wieder zu kompliziert, ja, aber wir besiegen den Krebs. Nicht? Das ist ja platt, ganz platt, aber die, ja, naja, gut, das ist ja vielleicht, aber naja, sicher, ja, naja. Nein, das ist ja das große Problem in den USA. Und trotzdem schaffen sie es nach wie vor. Schauen Sie mal, in den USA, ja, da können Sie in die allerärmsten Gegenden gehen, ja, wo die Leute sozusagen in ihrem eigenen verrosteten LKW sitzen. Und trotzdem ist auf diesem verrosteten LKW eine amerikanische Flagge aufgepflanzt. Ja, verstehen Sie, was ich sagen will? Das heißt also, wir brauchen da offensichtlich wieder etwas mehr Selbstvertrauen und auch Herausforderungen an uns selbst. Das kann vielleicht sogar Herr Peitgen unterschreiben. Gut, dass Sie vielleicht gesagt haben. Ja. Ja, aber nein, ganz sicher. Bitte. Erlauben Sie mir eine Bemerkung, wenn ich das so kurz analysiere. Asymmetrie ist gut, solange man auf der rechten Seite dieser Geschichte ist. Und die Früchte repatriieren kann. Jetzt ist halt der andere und deshalb ist es nicht mehr so gut. Zweite Bemerkung, wir führen sehr viel auf ein Demokratieverständnis klassischer Art, also die Mehrheit bestimmt. Wieso und mit welchem Recht bestimmen 300 Millionen Europäer oder 280 Millionen Amerikaner über 1,3 Millionen Chinesen, die vielleicht einen anderen Entwurf haben? Sollten wir uns vielleicht auch mal überlegen. Jetzt komme ich aber zu meiner Frage. Glas halb voll oder halb leer? Ich habe das Gefühl, wir sollten hier auf unserer Seite ein bisschen von diesem Enthusiasmus mitbekommen und schauen, wie neue Technologien positiv angewendet werden und im ersten, zweiten Schritt oder wenigstens parallel dazu anzuschauen, ja, wie kann ich denn die negativen Effekte eindämmen. Ich habe ganz stark das Gefühl, dass wir genau umgekehrt vorgehen. Ja, wir sollten alles vermeiden, das irgendwie ein Risiko hat. Ja, und dann handeln wir uns diesen Rückstand ein, der exponentiell dann nicht mehr aufzuholen ist. Mich würde interessieren, wie Sie das empfinden. Ist das eine
Beobachtung, die Sie unterstützen oder als falsch ansehen. Und wenn Sie sie unterstützen, wie können wir als Gesellschaft, das ist ein gesellschaftliches Phänomen in meinen Augen, da nach vorne kommen und diese Umkehrung, diese Umpolung haben? Was Sie meinen ist, bei uns kommt die Technologiefolgenabschätzung vor der Einführung der Technologie. Und was Herr Taube uns berichtet hat, und deshalb sollten Sie da noch ein bisschen zu ausführen, glaube ich, weil ich das ganz, ganz spannend finde, dass man hier gesagt hat, in einem Globalentwurf einer Vision, diese Technologien auf allen Ebenen nach vorne zu bringen, dass man gesagt hat, wir kennen die eigentlich nicht, denn sie sind revolutionär, sie sind umwälzend. Und deshalb geben wir Freiräume, Spielräume haben Sie es genannt, explorative Räume. Und dann fahren wir mit der Regulatorik hinten dran nach. Aber das tun wir dann ganz bestimmt, weil wir wollen natürlich keinen Wildwuchs. Ja. Herr Taube. Gut, da können wir jetzt eine Stunde drüber reden. Einfach um mal da anzufangen. Wir reden ja über unterschiedliche Belief Systems. Ja? Wir haben, also wir werden als weißes, also ich weiß nicht, wie der Philosoph jetzt das sieht, aber der Sozioökonom, ja, Economic Sociology, wir reden immer von Belief Systems. Wir werden als weißes Blatt geboren und dann werden wir geprägt. Und daraus entwickeln wir unsere Vorstellungen, religiös, gesellschaftlich, spieltheoretisch. Ja? Was kommt an, was kommt nicht an, und daraus entwickeln wir unsere Werte. Und das machen unsere Gesellschaften unterschiedlich. Und die chinesische Kultur, das chinesische System hat einfach ein unterschiedliches Wert- und Normensystem entwickelt als wir und auch als die Amerikaner. Deshalb haben sie natürlich vollkommen recht, dass wir sehr vorsichtig sein sollten, hier unsere Ideen den Chinesen aufzuoktroyieren und auch ihre Idee mit den universalistischen Menschenrechten. Vorsicht! Ja? Bleiben wir bei den Belief Systems, und dann müssen wir schauen, wie wir da Annäherung im Dialog hinkriegen. Aber es macht keinen Sinn, jetzt unser Ding da einfach drauf zu pflanzen. Okay. Nächster Schritt ist, natürlich ist China auch eine Diktatur. Ja? Und damit komme ich auf den zweiten Teil ihres Einwurfs. Eine ganze Menge von dem, was wir gesehen haben, des chinesischen Wirtschaftsbooms in den letzten 40 Jahren, basiert natürlich darauf, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen da einfach mal weggekehrt worden sind. Dass deren Interessen einfach mal komplett vom Tisch gefegt worden sind, aus einem perzipierten größeren Wohl des Ganzen. Ja, und dann kommt eben diese Entschuldigungsrhetorik, Philosophie von Xi Jinping und anderen, die sagen, das Kollektiv rechtfertigt das alles. So, wir haben ein anderes System gewählt. Ja, ich meine, ich will jetzt ganz vorsichtig sein, aber ich habe so ein Gefühl, als ob die gesamte Transrapid-Technologie im Endeffekt daran gescheitert ist, dass wir über 10 Jahre hinweg es nicht geschafft haben, eine Referenzstrecke aufzubauen. Wir haben deshalb die nicht aufgebaut, weil es einfach eine ganze Menge an Protesten aus der Bevölkerung gab, wo verschiedene Tierarten, Pflanzen geschützt werden mussten. Nur, der Punkt war der, wir haben uns dieses demokratische System geleistet und wir wollen es auch haben. Wir wollen es auch haben. Hat aber die Konsequenz, dass wir derartige Sachen, wenn wir sie vor Gericht ausfechten, im Zweifel 10 Jahre dauern. Und gewisse Technologien sind nach 10 Jahren einfach tot. Ja? Das heißt, wenn ich derartige Prozesse habe, dann ist das faktisch wie ein Veto für die Einführung oder Umsetzung dieser Technologie. Der Transrapid, die einzige Strecke, ist dann in Shanghai gebaut worden, mit deutscher Entwicklungshilfe und unter Zwangsumsiedlung der chinesischen Bevölkerung, die da lebte. Also, wir können jetzt einfach entscheiden, wollen wir das Monster werden, gegen das wir momentan im Wettbewerb sind, oder sind wir stolz auf die Ordnung, die wir haben? Das geht aber eindeutig einher mit längerfristigen Wachstumsprozessen. Wir sind nicht so schnell, wir haben nicht diese Dynamik, ja, und haben von daher eingeschränkte Wettbewerbsfähigkeit in gewisser Weise. So, jetzt kommt das, was ich vorhin sagte mit der Asymmetrie. Da haben die Chinesen einfach den Vorteil, die schießen da jetzt einfach mit ihrer gesamten Masse voran. Die Frage ist, können wir das irgendwann wieder einfangen? Oder werden dann jetzt Fahrtabhängigkeiten aufgesetzt, in denen wir dann einfach in 10 Jahren oder 20, 30 Jahren weggefegt sind? Da haben Sie ja sehr gute Argumente vorgebracht, weshalb das aufgrund von Innovationsstrukturen wahrscheinlich nicht der Fall ist. Aber vielleicht müssen wir einfach ein bisschen geduldiger sein. Unsere Sachen, die Sachen, die wir können, machen, stärken. Und von daher denke ich, das Glas ist halb voll. Ja? Aber wie gesagt, wir müssen bereit sein, wenn die Sekunde kommt, dann auch präsent zu sein. Und für China, unser Verhältnis zu China heißt das definitiv nicht Containment, sondern Engagement. Das heißt, wir müssen nach China rein versuchen,
das zu leveragen, was, das zu hebeln, was wir aus China hebeln können für unsere eigenen Sachen. Das heißt, deutsche Industrie, die nach China geht, dort versucht, mit Daten zu arbeiten, ihre eigenen Modelle zu stärken, eigene Innovationsprozesse durch den Kontakt mit China zu stärken, zu verbessern und so weiter und so fort. Win-win, wenn es denn möglich ist, ist die Lösung. Und dann ansonsten einfach nur der Punkt, ein bisschen mehr Geduld und ein selbstbewusstes Commitment, entweder zu den eigenen Werten oder sagen, nee, wir werden dann doch lieber das Monster. Noch zwei Fragen, dann schließen wir die Runde. Hier okay. Vorne und wo war das? Richtig. Okay, zwei ganz kurze Fragen. Herr Gabriel, an Sie. Werden wir in tausend oder tausenden Jahren in einer Simulation leben? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum nicht? Und die zweite Frage zu China. Also ich habe auch ein Team in China und mir wurde gesagt, dass nach diesem Anschlag hier in Berlin, ja, auf den Weihnachtsmarkt, es in China eine Reisewarnung gab, ja, dass Deutschland irgendwie als unsicheres Land oder so irgendwie eingestuft wurde. Und ich meine, ich kenne das ja, Horizon Robotics hat HD-Kameras, die können tausende von Leuten, also sozusagen, wenn die aus den Bahnhöfen rauskommen oder da reingehen und gerade Gesichtserkennung. Und ich meine, das führt ja scheinbar auch dazu, dass es in Summe sicherer ist, ja, weniger Attentate, Selbstmordattentate, sonstiges in China stattfindet. Könnte sein, dass dieses Modell auch kopiert wird von anderen Staaten, ob es dann Afrika oder andere ist. Und ich wollte nur sagen, so grundsätzlich zu der anderen Diskussion davor, ich bin also deutscher und amerikanischer Staatsbürger, bin jetzt wieder im Silicon Valley seit 1. Mai, freue mich wieder da zu sein, ja. Nach 7 Jahren davor, kämpfe trotzdem für Deutschland und versuche dort einen Waymo-Wettbewerber aufzubauen für Volkswagen. Ja, zum Simulationsargument, also in dem Buch, das ich gerade gemacht habe, gibt es da auch 20 Seiten, aber ich fasse es zusammen. Das Argument, das ja von Nick Bostrom stammt, aus einem Paper und einen Vorläufer hat, ist wahrscheinlichkeitstheoretisch instabil. Er hat auch revidiert, die Mathematik in der Urformulierung funktioniert gar nicht. Also die Priors sind schlichtweg falsch. Er hat einfach nur einen bösen Fehler gemacht. Danach ist er zurückgerudert, hat das aber nie so richtig repariert. Das Argument, so wie es formuliert ist, ist ein Fehlschluss, hat keinerlei Gültigkeit. Das Argument lautet ja, es gibt drei Möglichkeiten, sagt er, da werden dann die Priors gesetzt und so müssen wir nicht rekonstruieren, aber die Idee ist einfach die, Moore's Law plus die Verbesserung des Realismus unserer Videospiele werden früher oder später dazu führen, dass sie sich in einer VR-Umgebung aufhalten können und ihre Situation perzeptiv nicht mehr unterscheiden können von der, in der sie gerade zu sein glauben. Jetzt können Sie sich also vorstellen, dass Sie entsprechend auch Figuren bauen könnten. Das ist übrigens alles Rainer Werner Fassbinder Welt am Draht, hat die Matrix geklaut, nur mal beiläufig gesagt, da ist es zum ersten Mal inszeniert. Aber Sie könnten jetzt also ein solcher Sim sein, eine simulierte Figur, die sich in einer solchen VR-Umgebung bewegt und gar nicht merkt, dass sie simuliert ist. So. Und jetzt versucht Nick Bostrom zu zeigen, dass es rational wäre, das ist das Ziel dieses berühmten Aufsatzes, Are we living in a computer simulation? Dass es rational ist zu glauben, dass wir in einer solchen Simulation sind. Denn es bestehen zwei Hauptmöglichkeiten. Die Menschheit löscht sich selber aus, bevor sie solche Figuren erzeugt, oder die Menschheit kommt durch. Wenn die Menschheit durchkommt, ja, dann wäre es rational für die durchgekommene Menschheit, sehr viele solcher Simulationen, geradezu unendlich viele, laufen zu lassen, um zu gucken, wie so ein Universum dann funktioniert. Das heißt, wenn es wahrscheinlich ist, dass die Menschheit überhaupt überlebt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie in einer Simulation sind, so hoch, dass sie gegen 1 tendiert, können Sie das mathematisch zeigen. Also ist es rational zu glauben, dass sie nicht existieren. Das ist das Beweisziel, ist ein strenges Argument, das allerdings an den Priors scheitert, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir keine Simulation sind, ist genau genommen 1, aus dem Grund, dass wir keine sind. Das heißt, so einfach ist das tatsächlich. Ja? So, außerdem noch ein kleines Problem, dann sehen Sie nur, wie man diesen Drachen tötet. In dem Fall haben wir es auch. Also diesen Drachen, es handelt sich bei dem Argument um etwas, was in der Philosophiegeschichte verbreitet ist. Das ist eine sogenannte skeptische Hypothese. Sie sehen gleich, warum das Argument von Bostrom nicht funktioniert. Ja? Eine skeptische Hypothese funktioniert so. Sie nehmen Evidenz, die Sie haben. Zum Beispiel, es sieht aus wie in der Villa Hammerschmidt. Oder ich habe das Gefühl, wach zu sein. So. Sie nehmen diese Evidenz. Jetzt sehen Sie, dass diese Evidenz logisch impliziert wird von unendlich vielen Hypothesen. Wenn ich gerade träume, sähe es auch so aus, als wäre ich in der Villa Hammerschmidt. Wenn es mich nie gegeben hätte, sondern ich bin Gedanke im Geist Gottes, ja, sozusagen Gott denkt sich was und träumt mich, ja, dann gäbe es mich auch nicht. Es sähe aber auch aus wie in der Villa Hammerschmidt. Sie sehen also, es gibt unendlich viele Hypothesen, die Evidenz implizieren, die Sie zu haben glauben. Da die Simulationshypothese von Bostrom nur eine von unendlich vielen ist, ist Ihre Wahrscheinlichkeit deswegen auch tendiert gegen Null. Der Prior Wahrscheinlichkeitsverlauf im Argument tendiert also aus zwei Gründen gegen Null. Erstens, weil das Argument falsch ist und zweitens, weil selbst wenn es gültig wäre, gäbe es unendlich viele Gegenargumente, sodass die Wahrscheinlichkeit null ist. Das können Sie im Buch lesen.
es wäre ein guter Punkt aufzuhören, aber ich habe noch einen. Ja, wir sind leider hier. Also ja, ja. Aber ich habe noch eine Frage versprochen. Machen Sie es persönlich auch. Ich habe noch eine Frage von Ihnen versprochen. Ja, da kann ich natürlich nicht mithalten von der Rhetorik. Tut mir leid. Ich probiere eine kleine Brücke zu bauen aus allem, was wir da heute so gehört haben. Wir haben auf der einen Seite den Stolz auf unsere wissenschaftlichen Errungenschaften. Wir sind dazu in der Lage, wie hatten Sie heute so schön gesagt, Gesichtserkennung zu entwickeln. Und in China wird es plötzlich genutzt, und zwar at scale. Und es kann auch eine Brücke sein zwischen einer Kultur, wie wir sie haben, in der man Innovation fördert, und auf der anderen Seite in einer Kultur, wo man das Umsetzen offensichtlich beherrscht. Ob es jetzt ein Kopieren ist, ob es ein Nachmachen oder was auch immer ist. Weil das sind für mich zwei Teile einer Geschichte, die sehr gut zusammenpassen. Und deshalb würde ich gar nicht in Richtung Feindbilder oder müssen wir jetzt uns verstecken, probieren zu argumentieren, weil das kam so auch so ein bisschen die Angst des Miteinanders so unterschwellig zum Vorschein, sondern ich würde das eigentlich eher probieren, lass uns doch die Stärken, die wir haben und die Stärken, die vielleicht die Chinesen haben, zusammenpacken und dann die Sachen nach vorne zu bringen. Das ist mir so durch den Kopf gegangen und das fand ich relevant. So. Wollen Sie eine Antwort drauf geben? Oder lassen wir das als Schlusswort stehen? Ich glaube, das ist ein sehr persönliches Schlusswort. Ich hätte es selber nie gefunden, weil ich ja sehr auf Kontroversen aus bin. Weil ich glaube, Kontroversen sind das Mittel an, was auch immer die Wahrheit ist, also an so etwas Ähnliches wie die Wahrheit näher heranzukommen. Deshalb mag ich das gerne. Deshalb gibt es genügend viele. Mir bleibt zu sagen, dass ich den Tag soweit als aus meiner Beobachtung sehr wertvoll, sehr erkenntnisreich, sehr, sehr interessant empfunden habe. Wir bedanken uns, glaube ich, alle besonders herzlich bei unseren 5 Referenten, die uns fasziniert haben in der Unterschiedlichkeit, aber auch in der Harmonie zum Thema. Und ich darf Sie dann zusammen mit Frau Hoffmann nach der Kaffeepause in die Gesprächsrunden bitten. Ich darf Frau Hoffmann schon mal nach vorne bitten, um uns zu erläutern, wie das geht. Noch einmal. Großen Dank an die Referenten. Wenn ich jetzt Blumen hätte, würde ich jedem einen Strauß geben. Jetzt mal nicht großen Dank natürlich an Sie, weil ohne die, sagen wir mal, das Salz, das Sie uns hier in die Wunde streuen, wäre ja keine Diskussion.